Georg Kasperkowitz, Vorstand der Rail Cargo Group. Sie haben mit dieser Kooperationslok gemeinsam mit Gebrüder Weiß die Zusammenarbeit vertieft. Wie wichtig ist diese Zusammenarbeit? Sie ist für uns sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir haben hier einen guten Partner, der ein sehr ergänzendes Produktportfolio hat. Und diese Zusammenarbeit beschränkt sich ja nicht nur auf Vorarlberg, sondern auf ganz Europa, wo wir Bahnlogistiklösungen anbieten. Der Güterterminal Wolfurt soll ja ausgebaut werden. Wie wird sich der Bahngütertransport weiterentwickeln hier in Vorarlberg? Also ich bin davon überzeugt, er wird sich sehr positiv weiterentwickeln. Wir hatten im letzten Jahr 5% Wachstum und ich glaube, das sollte das Ziel auch für die kommenden Jahre sein. Das erfordert aber auch, dass der Ausbau zeitgerecht umgesetzt wird, weil wir sind am Ende der Kapazitätsmöglichkeiten. Wie viel wird denn aktuell in Vorarlberg per Bahn transportiert? Die Rail Cargo Austria AG und ihre Töchter transportieren insgesamt 109 Millionen Tonnen. 3,5 Millionen Tonnen davon werden hier in Vorarlberg transportiert. Heinz Sänger-Weiß, Vorstandsmitglied von Gebrüder Weiß. Wie muss ich mir diese Kooperation vorstellen, beziehungsweise wie muss man diese bewerten? Die Zusammenarbeit ist aufgebaut auf Menschen, die gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden für logistische Themen, die Österreich, Europa, unsere Kunden haben. Und die ÖBB hier als Rail Cargo Austria-Tochter sind für uns das Medium, mit dem wir die Transporte abwickeln. Und man kann sich im Endeffekt die Bahn vorstellen wie den LKW auf der Straße. Wie bedeutsam ist der Bahntransport für die Gebrüder Weiß? Sehr bedeutsam in verschiedensten Bereichen. Alles, was schwere, größere Güter sind, was lange Distanzen sind, was regelmäßige Systemverkehre sind, wird auf der Bahn abgewickelt.